Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ich bin gerade ein bisschen leiser, was auch immer, weil ich fand einfach gerade die Atmosphäre cool. Ich sitze hier einfach draußen am Strand in Griechenland, nehme für euch das Video auf. Es hat eigentlich hier sehr etwas sehr Harmonisches, kann man sagen. Und deswegen bin ich mal ein bisschen leiser. Ich glaube, hier werde ich auch nicht so krass ausrasten. Naja gut, aber wenn ich was wirklich Krasses ziehe, dann... keine Ahnung, da wird es ja sowieso jeder am Strand erfahren. Egal, wir gehen einfach mal rein, Leute. Ich hab Bock. Nächstes Video, nächstes großes Euro 2024 Opening. Ich hab absolut Bock. Wir haben richtig viel zu tun. Wir können richtig viel machen. Und wir können da auch wirklich einiges öffnen, denke ich mal. Ich habe ordentlich was angespart. Habt ihr auch gestern im Video, vorgestern, glaube ich, im Video gesehen. Da war ja wirklich einiges am Start, was ich da noch öffnen kann, was ich noch machen kann. Ich kann nur noch Turnier sehr, sehr viel spielen. Das mache ich natürlich auch noch. Kann ich hier einfach nebenbei ein bisschen laufen lassen. Sollte ja kein Problem sein. Und ja, also 2900 Punkte öffnen sich nicht, würde ich behaupten. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal ganz entspannt rein, gucken dann vielleicht nochmal, was es noch für weitere Packs, auch für Gems und sowas gibt. Aber zuallererst würde ich sagen, wir gehen rein. Ich glaube, Euro-Boni, da kriegt man einiges für sein ganzes Zeug. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir auch wirklich rein. 2960 Punkte habe ich aktuell am Start. Ich würde die mal hier eigentlich mal raushauen wollen, oder? Man kriegt ja hier Tradable 94 bis 97, man bekommt ein paar Mascheranos, die sind sehr, sehr wichtig, auch fürs für das große, große Opening. Nicht Opening, sondern Team Upgrade. Haben auch schon viele Leute gefragt. Team Upgrade, Leute, kommt auch demnächst raus. Okay, 100 Gems, na gut, nehme ich mit. Habe ich da unten jetzt abgehakt, perfekt. Das kommt demnächst raus, ich weiß noch nicht genau wann. Ich würde so sagen in 3 bis 4 Tagen. Erster Spieler, erster 90er Spieler Mondi am Start. Auch in Ordnung. Also würde ich sagen, nimmt man auf jeden Fall mit. Keine Ahnung, geht der raus? Wahrscheinlich eher nicht, aber auf jeden Fall tradable. Doch, der geht raus. Der geht sogar raus. Nur interessant. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Also warum denn auch nicht hier? Direkt mal aus, ich glaube 88 plus war das, nehme ich hier mal komplett mit. Schön Mondi am Start. Okay, Leute, 2 Boni sind noch übrig. Einmal Münzen und einmal Euro-Star-Spieler. Ich glaube tatsächlich, ist es klar, was jetzt hier gleich rauskommen wird. Es kommen zuerst die Münzen und dann natürlich der Euro-Star-Spieler. Aber auf den Star-Spieler bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, da ist irgendwas drin, was man vielleicht gebrauchen kann. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Sonst würde er auf jeden Fall im nächsten Umtausch landen. Das sind natürlich die Münzen und das heißt, jetzt kommen 94 bis 97. Guck schon. Ey, 97 wäre so big, aber es ist safe kein 97er. Ich sehe mich bei einem 94er, hoffe auf 95 plus, aber wir werden sehen, was passiert. Auf geht's. Europack, komm. Ohne Packlack-Pfeife. Einfach jetzt hier. Ich schreie hier alles zusammen, wenn es krass wird. Tschechien. Innenverteidiger. Boah, da kenne ich mich nicht aus. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wer bist du? 95er. Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Krejici. Wie auch immer. 14 Millionen. Ist er seine 14 Millionen wert? Er geht nicht raus. Schade. Er geht nicht raus. Das heißt, der Mann geht in Umtausch. Der Mann geht in Umtausch. Ja, den kann ich dann vielleicht auch gleich dann mal machen. Mal schauen. Werden wir mal sehen. Kann ich das eigentlich hier... Was bekomme ich jetzt? Kann ich das aktualisieren? Geht das hier irgendwie? Boni ist nur einmal angezeigt. Die Boni werden jede Runde aktualisiert. Kann man das jetzt irgendwie aktualisieren oder so? Weil das Pack hier will ich nicht öffnen tatsächlich, um ehrlich zu sein. Wie kann ich das Ding hier aktualisieren? Jede Runde aktualisiert. Okay, wann ist die Runde vorbei? Man weiß es nicht. So, hauen wir erstmal hier die 200.000 Coins raus, holen wir uns die ganzen mal ab. Mal gucken, wie weit ich da jetzt insgesamt komme. Und dann 3.000 als nächstes Euro-Basisspieler. Und dann, boah, nach 7.000 kriegt man erst den Euro-Basisspieler. Ja gut, aber es ist alles möglich. Durch Turnier und so kriegt man so viele Punkte. Das ist wirklich krass. Aber mich würde wirklich interessieren, wie ich das hier aktualisieren kann. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber gut. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Euro-Abenteuer ist das nächste. Gehen wir auch rein. Würde ich sagen, wir sehen uns da einfach, wenn ich irgendwas Krasses ziehe. Also, oder wenn ich auf einem krassen Feld gelandet bin, weil jetzt ist hier einfach nur 290 Punkte habe ich da. Die kann ich alle jetzt ausgeben. Ich würde einfach mal Bescheid geben, wenn ich irgendwie ein krasses Feld bekomme.
boah, ich habe jetzt so viel ausgegeben und nichts Krasses bekommen. Jetzt aber mal hier das Erste, was sich irgendwie ganz gut anfühlen könnte. 80 bis 94, mal sehen, was wir bekommen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Let's go, vielleicht heißt ja irgendwas Gutes mit dabei. Kein Walkout, 80er. 80er, es gibt einfach 80, neue 80er Spieler. Hilfe. Boah, das ist ja, das ist wirklich krass. Einfach neue 80er Spieler hier im Euro-Event. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, aber gut, wir machen weiter. Boah, ich habe wieder so viel ausgegeben, aber wieder nicht, fast nichts bekommen. Das letzte, was ich jetzt noch hatte, war ein Mascherano, aber jetzt 80 bis 94 immerhin. Nochmal so ein Pack, bitte jetzt nicht wieder ein 80er wie gerade eben. Das wäre jetzt einfach das Beste. Und dann wollen wir mal schauen, was jetzt hier noch Schönes passiert oder eben nicht Schönes. Kein Walkout, 80er, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, 70 Punkte habe ich noch. Komm schon, da muss doch noch irgendwas kommen. Okay, nächster 80 bis 94er. Ich habe eigentlich jetzt keine wirklich großen Hoffnungen darauf. Mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Aber ey, nachdem ich jetzt zweimal einen 80er bekommen habe, da denke ich mir jetzt auch nur so, what the... Und wir bekommen 86. Na, immerhin. Oh, der hat keinen Preis. Was ist mit ihm? Aktueller Preis. Einfach gar keinen Preis. Was hat er? Warum hat er keinen Preis? Ah, unbekannter Fehlerschaden. Scheinbar hat er irgendwie einen komplett verbuggten Preis, was auch immer. Vielleicht finde ich den Mann nochmal, da kann ich nochmal schauen, was da jetzt genau bei dem steht. Weil irgendwie gab es da ein Problem mit seinem Preis oder so. Wird da jetzt was angezeigt? Boah, ich habe so viele Spieler, Hilfe. Ich muss die alle mal in irgendwelche Umtauschpacks packen. Ganz einfach. Die müssen alle irgendwie mal in irgendwelche Umtauschdinger rein. Wo habe ich den denn? Ich dachte, ich finde den jetzt hier, da ist er. Boah, unbekannter Fehler. Irgendwas ist mit dem. Irgendwie gibt es da ein Problem bei dem. Also irgendwie kompletter, verbuggter Spieler. Hatte ich auch noch nicht. Also in dem Sinne, boah, was ist mit diesem Spieler los? Tja, okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wir wollen natürlich noch die letzten Packs auch mitnehmen. Vielleicht ist ja nochmal irgendwas Gescheites dabei. Euro-Abenteuer. Gehen wir nochmal kurz in den Umtausch rein und natürlich in den Shop. Das ist auch ganz wichtig. Ich kann noch einmal hier gehen. Vielleicht haben wir nochmal Glück und landen beim Stadion. Nein, natürlich nicht. Wir kennen ja EA und deswegen bekommen wir 5000 Coins. Okay, perfekt. Perfekt, nehmen wir halt mit. Ist so, muss man damit leben. Jawohl, 5000 Coins. Und das heißt, wir gehen nach diesem riesigen Opening, was jetzt im Endeffekt gar nicht mal so krass war, weil es einfach EA überhaupt nicht gegönnt hat, gehen wir, würde ich mal sagen, zum Shop oder zum Umtausch. Wir gehen jetzt erst zum Umtausch. Kann ich mal gucken, ob ich noch irgendwas bekomme hier. Ob sie mir noch irgendwas geben wollen. 94 bis 99 habe ich jetzt ein paar. 95er, doch komm, 95er kann ich eigentlich auch reinpacken. Die brauche ich ja sonst nicht. Und hier gibt es ja noch keinen U-Tots. Ich weiß gar nicht, ob es einen ultimativen Euro-Spieler, was auch immer, dann irgendwann geben wird. Ach, egal. Machen wir halt einfach so. Falls ihr auch dazu etwas wisst, schreibt mal gerne rein. 94 bis 99, vielleicht haben wir ja Glück. Oder wir kriegen einfach nur einen 95er zurück. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Also gehen wir einfach mal rein. Macht das nicht nach. Wahrscheinlich wird es komplett bodenlos. Ich hätte bisher, glaube ich, kein Packlack hier raus. Aber wir können es ja mal versuchen. Let's go. Auf geht's. 94 bis 99. Wir gehen rein. Bitte, 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 bitte. Ich bin hier mitten am Strand. Egal. Österreich. Arnautovic. Nee, wer bist du? Oh, 94er wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich 95er Baumgartner. Ach, die gibt's ja auch noch. 95er Baumgartner. Ja, geht besser, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Habe ich noch ein paar 94er, die ich hier reinpacken kann? Na komm, wollen wir es mal versuchen. Wollen wir es mal versuchen hier. Machen wir das Ganze nochmal. Ja, am besten jetzt kein Mascherano reinpacken. Achso, ich habe gar nicht mehr so viele Spieler zur Auswahl, merke ich gerade. Dann mache ich es lieber nicht. Dann mache ich es lieber erstmal nicht, weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wofür man das Ganze noch hier gebrauchen könnte. Starpass wollte ich auch nochmal schauen. Starpass alles auf einmal öffnen, würde ich behaupten. Komm, Starpass alles mal auf einmal öffnen. Keine Ahnung, was jetzt alles hier ist. Vielleicht gibt es sogar einen Walkout. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt einfach lange hier nicht mehr drauf geschaut. Ich bekomme keinen Walkout. 400 Gems und ich bekomme Münzen, Mascherano, McGregor, Levis. Okay, alles okay. Den Pass will ich mir vielleicht noch abholen. Mal schauen. Das sollte dann demnächst vielleicht sein. 12.000 Gems habe ich noch auf der Uhr. Na gut, die werde ich jetzt nochmal weise investieren. Was bedeutet weise? Okay, worin investiere ich die am besten? Ich glaube, hier gab es ein ganz gutes Pack eigentlich. Oh, jetzt ist das 700er Pack wieder da. Ach, gestern war das nicht da. Gestern habe ich das Opening gemacht. Gestern war es nicht da. Dachte ich mir so, dann halt nicht. Aber heute ist wieder da.
nee, heute werde ich es aber nicht öffnen. Heute machen wir das nicht. Ich möchte gucken, wo dieses 3000er Angebot ist. Genau, hier ist es. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. 3000er Angebot für ein 94 bis 99. Beim Tots war das nur ein 93 bis 99. Also let's go. Bin ich mal gespannt hier. Komm schon, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe jetzt meine Sprache diesmal nicht umgestellt. Mal gucken, ob es trotzdem klappt. Und wenn nicht, dann haben wir einfach, keine Ahnung, den Beweis dafür, dass das mit der Sprache wirklich was hilft. Let's go, wir gehen rein. Auf geht's und wir bekommen... Und... Komm schon. Rumänien. RV... Oh, 94er wahrscheinlich, ja. Ratio, oder wie auch immer der heißt. Ist jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Ist jetzt nicht ganz so geil. Aber gut, ist halt so. 94er. Naja, wir können einmal noch öffnen, würde ich machen. Und zwar, ich guck gerade. Ne, hier war es nicht. Ich guck mal, ich glaube, bei Tots könnten wir einfach nochmal hier einen 3000er mitnehmen. Und sonst hätten wir jetzt auf jeden Fall den Beweis, dass es irgendwas mit der Sprache an sich hat. Da hat es irgendwas ist da mit der Sprache. So, let's go, 3000. Komm schon. Wir gehen nochmal rein hier, Tagesbundle. 3000 Gems hauen wir raus. Jawohl, nichts dabei. Und jetzt kommen untauschbare Spieler. Ich habe die Packlackpfeife nicht dabei. Ich hoffe, es bringt trotzdem Glück. Ich habe nicht die Sprache umgestellt. Ich hoffe, es bringt trotzdem Glück. Ich habe nicht ein anderes Team aktiviert. Also gehen wir rein. Let's go. Komm, bitte. Komm schon. Irgendwas Gutes. Gute Flagge. Portugal ist super. RV. Boah, wer ist das? Dalot? Nee. Hieß der so? Thiago Santos. Ja, 94, ne? Ja, ist okay. Aber was willst du machen, ne? Ist halt auch nicht ganz so geil, um ehrlich zu sein. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Aber geht auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch hier gut Umtauschdinger hier machen für Mascherano und so. Damit wir dann beim großen Team-Upgrade genug davon haben. Weil da wird auf jeden Fall einiges passieren, würde ich sagen. Ich denke mal, wir sehen uns auch morgen wieder. Seid dabei, bis zum nächsten Mal und tschüss.